Liebe Zuschauer, willkommen beim Corona-Talk von Asklepios und ich freue mich sehr, dass Dr. Maren Kenkins bei mir hier zu Gast ist. Sie ist Psychologin und Geschäftsführerin von Mind District, einer Tochter von Asklepios. Herzlich willkommen, Dr. Kenkins, schön, dass Sie da sind. Im Moment ist es ja nicht schwierig, ein Held zu sein. Man muss lediglich zu Hause bleiben und womöglich auch den direkten Kontakt mit Menschen vermeiden. Klingt einfach, aber was macht diese Isolation mit uns? Ja, es ist tatsächlich nicht so einfach, vor allem nicht für jedermann. Es gibt bestimmt ein paar Menschen, die damit wenig Probleme haben, aber der Großteil merkt jetzt so langsam, wo es auch schon über eine lange Zeit jetzt geht und auch nicht jetzt das Ende so direkt absehbar ist, dass es unser Leben so kolossal verändert hat und auch diese Isolation, was mit einem macht, dass man wirklich wenig Menschen, nur das direkte Umfeld um sich hat und haben kann. Wenn man in Familie lebt, ist man dann froh, dass da zwei, drei Menschen sind. Sorgen mache ich mir um die Menschen, die alleine leben, ja, und auch um die, die psychisch schon von der Grundkonstitution her nicht so stabil sind. Also diejenigen, die eine leichte Tendenz zu einer Angst oder zu einer Isolierung, also sowas wie eine leichte soziale Phobie, soziale Rückzug oder leichte und auch schwerere Form der Depression. Für die kommt das jetzt wirklich so nochmal als absoluter Boost und Verstärker auf die normale Symptomatik hinzu. Das heißt, wenn wir jedem Depressiven raten, geht in soziale Kontakte, dann kann er das natürlich zurzeit sehr erschwert oder gar nicht. Oder jedem Ängstlichen und der auch gerade soziale Gruppen meidet, der da gerade wirklich sich zurückziehen kann und damit in seiner Symptomatik es ihm eher schlechter gehen wird. Ist natürlich auch nicht gerade hilfreich, also Sie sprachen es an, dass wir nicht wissen, wann es zu Ende ist, ne? Dass man kein Ende vor Augen hat und man sich sagen kann, dann und dann ist es vorbei, macht es wahrscheinlich auch nicht einfacher. Absolut, und trotzdem sagen wir jetzt vom psychologischen Background her, das Gute ist, es ist ja nicht auf ewig. Also das ist sozusagen doch noch zu sehen, es ist eine Phase. Es ist schwierig zu sehen, dass wir gerade nicht wissen, wie lange sie dauert. Ich merke auch, dass als es erst hieß, für 2 Wochen gibt es diese Phase und die Isolation und Schuleinschränkungen und all das, was im sozialen Leben so passierte, war so dieser Horizont, in 2 Wochen ist absehbar. Seitdem klar ist, das ist es nicht, merken wir deutlich, dass nochmal eine Verschlimmerung oder eine, ja, Menschen das eigentlich nochmal was mit ihnen macht. Gleichzeitig wirklich auch immer wieder dran denken, bitte, es ist eine Phase, auch wenn sie gerade nicht absehbar ist, wann sie zu Ende ist, aber sie wird zu Ende gehen. Ja. Es wird nicht so sein wie vorher, das ist auch klar, aber es ist nicht auf immer und ewig. Und das ist, wenn man sozusagen guckt, was hält Menschen gesund, auch mental gesund, dann ist das ein ganz wichtiger Punkt, zu sehen, es ist nicht auf immer und ewig. Nun kann es aber auch sein, dass gerade der Geburtstag auch in diese Zeit fällt oder es gibt ja auch andere Familienfeiern, die jetzt gerade nicht möglich sind. Was haben Sie da für einen Tipp? Wie kann man sich ablenken? Wie kann man trotzdem vielleicht den eigenen Geburtstag auch genießen, wenn er gerade jetzt in diese Zeit fällt? Also tatsächlich 2 Dinge, die mir da wichtig sind. Das eine ist, sich und diesen, gerade wenn es der Geburtstag ist, auch selber zu feiern. Das bedeutet zu gucken, was sind Dinge, die mir Freude bereiten, die ich gerade machen kann? Also nicht zu sehr ins Negative gucken, was geht gerade alles nicht, sondern es gibt Dinge, die ich machen kann. Beispielsweise, ich gehe gern spazieren, das kann ich auch gerade tun, dann rauszugehen und spazieren zu gehen. Oder ich esse gern, dann sich verwöhnen mit einem guten Essen, was ich mir auch selber koche. Oder wenn vielleicht nur ein Partner oder ein Mitbewohner dabei ist, dann zu zweit das zu genießen. Und das Zweite ist, das finde ich zurzeit auch gerade wunderschön, kreativ zu werden und zuzulassen, was geht eigentlich. Also sowas wie, ich habe ein Beispiel, das hatte ich gerade selber gehört letzte Woche. Natürlich wird dann viel mehr telefoniert und viel mehr geskypt und was da auch so möglich ist, das zu nutzen. Aber auch, dass wirklich Freunde bis vor die Tür gekommen sind, ein Ständchen vor der Tür gesungen haben, ja, auf süß. Abstand dann einfach. Wäre sonst natürlich ganz anders gelaufen, aber dass das dann möglich wird und das freut dann umso mehr, wenn so kleine Highlights möglich sind. Und gleichzeitig kann man auch Feiern verschieben. Wir mussten gerade die Konfirmation unseres Sohnes verschieben, die in 2 Wochen stattgefunden hätte. Da ist einfach eine höhere Gewalt. Es ist jetzt nicht dran und wir werden sie umso schöner feiern, wenn es wieder geht. Es ergeben sich halt auch Möglichkeiten. Und Sie sprachen es gerade an, sollte man sich vielleicht auch allgemein im Leben mal immer vor Augen halten, dass man auf das schaut, was man hat und nicht auf das, was man nicht hat. Die neuen Medien sind ja eigentlich ein Segen und ein Fluch zugleich. Ein Segen, weil man wirklich Kontakt halten kann mit allen Menschen, egal wo sie gerade sind und nicht so wie wir früher vielleicht noch immer die Telefone blockieren mussten, aber gleichzeitig auch ein Fluch, weil da sprachen Sie gerade auch an, weil vielleicht so die Kreativität auch ein bisschen verloren geht. Man könnte sich in dieser Zeit
der Entschleunigung jetzt auch gerade, wo man Ruhe hat, vielleicht auch sich ein bisschen mehr mit sich selber befassen, beschäftigen. Wie sehen Sie das? Also absolut Fluch und Segen, genau wie Sie es sagen. Es ist für das digitale, ich bleibe jetzt mal digitale Deutschland in unserem Lande hier, auch eine wirkliche Riesenchance. Also da gibt es den Segen, dass wir jetzt an digitalen Medien ganz viel mehr möglich machen. Es ist viel mehr erlaubt. Also diverse Kanäle werden geöffnet für, man darf auch plötzlich eine Psychotherapie per Online-Sitzung machen. Ja. Oder. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Und ich finde es auch sehr schön, dass es viel technisches Verzeihen gibt. Also wenn mal was nicht sofort klappt, wenn jemand zum ersten Mal ein Meeting mit irgendeinem der Anbieter macht und sich nicht zurechtfindet oder nicht gleich reinkommt, da ist ein großes Verzeihen gegenseitig, weil alle gerade wissen, wir probieren da neu aus, ja, ein neues kennen und eben auch die Chancen zu sehen. Ich finde, und das habe ich selbst nicht so für möglich gehalten, dass für einen riesengroßen Unterschied es macht, ob ich den Menschen wirklich per Video sehe oder nur mit ihm telefoniere. Wir haben sonst auch beruflich viel per Telefon schon gemacht und das eine oder andere per Video. Und jetzt drehen wir es gerade um oder haben es umgedreht. Man macht fast alles wirklich mit Video, dass man das Gesicht der anderen gegenüber Menschen, mit denen man spricht, sieht. Wir machen nur noch ganz wenig per Telefon, weil es wirklich einen ganz großen weiteren Effekt hat, wenn ich doch mehr von den Menschen sehe als nur die Stimme. Also mehr Sinneskanäle wissen wir psychologisch natürlich auch, klar, aber so es live zu erleben, war für mich selber jetzt nochmal spannend. Es macht macht viel mehr nochmal dem Menschen näher sein, wenn ich ihn dann per Video sehe, ob das mit den Medien, egal in welchem Medium so ist, das ist ein positiver Effekt. Und ein weiterer Effekt ist, ich kann mich auch digital natürlich mit diversem beschäftigen, was mir dort geboten ist. Beispielsweise, Sie sprachen das eben an, das Positive in dieser Zeit sehen. Dankbarkeit ist auch sowas, ne? Wo bin ich gerade eigentlich dankbar für? Wenn mir das eher schwerfällt, es gibt kleine, nette Selbsthilfeangebote, wo ich mich mit Dankbarkeit beschäftigen kann, zum Beispiel, oder mit Achtsamkeit beschäftigen kann, wo ich einfach sagen kann, hey, diese Technik bietet mir da jetzt auch gerade eine Lernplattform, eine Art Selbsthilfe, wenn man so nennen will, oder einfach beschäftigen mit Themen, weil es da ganz viel Tolles gibt. Sie haben auch so schöne Selbsthilfemodule auf der Seite, auf der Asklepios-Seite. Erzählen Sie mal, kann man da einfach sich anleiten lassen? Also ist das ganz einfach wirklich für jedermann? Wir haben das tatsächlich jetzt auch extra in diesen Zeiten von Corona und Krisenzeiten kostenlos wirklich online zur Verfügung gestellt. Mein Distrikt bietet ganz, ganz viel. Das ist das Kernprodukt, Kernprodukte, digitale Unterstützung im Sinne von mentaler Gesundheit fördern. Und ein Baustein sind eben Selbsthilfemodule. Und Asklepios hat die jetzt gerade für jedermann kostenlos auf die Seite gesetzt. Es sind 5 erste Module schon vorletzte Woche schon online gegangen. Jetzt sind noch mal 4 neue, die gerade dazugekommen sind, die wir auch ganz spezifisch zu den Herausforderungen der jetzigen Zeit gebaut und entwickelt haben. Beispielsweise eins zu, wie organisiere ich mich im Homeoffice, was ist da wichtig? Oder auch wirklich eins zu dem Thema Einsamkeit, wie gehe ich damit um? Oder eins zu Zeit für mich selbst, was kann ich Gutes für mich tun, auch in diesen Zeiten? Und wenn ich mich da einlogge, ich muss mich mit meiner E-Mail-Adresse einmal registrieren, kann das aber auch, es ist aber anonym und datenschutzsicher, also es wird nirgendwo gespeichert, was dort ich dann mache, kann dann mich immer wieder einloggen und kann das nutzen, wann immer mir danach ist oder wann ich denke, hier kann ich mir was Gutes tun und mich zum Beispiel mit dem Thema Dankbarkeit beschäftigen. Und es ist von Experten entwickelt, das heißt, die Inhalte dahinter haben auch Hand und Fuß und können wirklich helfen. Selbsthilfe. Also das sind wirklich auch so Chancen, auch für diejenigen, die sich sonst vielleicht auch gar nicht mit den digitalen Medien beschäftigt hätten, da wirklich auch mal reinzugehen. Jetzt gibt es aber auch die Menschen, die vielleicht keinen haben zum Chatten, zum Skypen. Was passiert mit denen in dieser Zeit? Also es wird ja sehr, sehr oft zur Zeit auch der Begriff der Solidarität hochgehängt. Ich hänge den gerne auch nochmal hoch, weil ich finde schon, es ist auch toll zu sehen, wie Menschen sich um andere Menschen kümmern. Also sprich, wenn ich selbst jemand bin, der da jetzt nicht so Kontakte hat, ist die erste Hoffnung, die ich noch habe, ist, es gibt andere Menschen, die das sehen und die sich kümmern. Also es gibt dann jemand, der sagt, ach, ich denke mal an den, der sonst so alleine ist und rufe ihn mal genau jetzt an. Also sprich von außen Kontaktaufnahme. Und andererseits die, wo sich wirklich keiner kümmert und die isoliert für sich zu Hause sitzen, da hoffe ich, dass deren Selbsthilfe sozusagen für sich selber so stark ist,
dass sie da selber durch diese Zeit kommen und sich dann mit Dingen beschäftigen, wie zum Beispiel online gestützte Selbsthilfe, die sie finden, oder mit Dingen, die sie gerne machen. Und wenn es ein Buchlesen ist oder ein Spaziergang für mich alleine, es gibt ja auch Menschen, die sind gerne alleine. Genau, viele genießen so, die Zeit genau. jetzt auch. Ja, Sorgen mache ich mir allerdings um die, die das nicht können und um die sich aber keiner kümmert. Mhm. Und das sehen wir natürlich auch an schon so Zahlen, sowas wie Telefonseelsorge, Anrufe sind extrem in die Höhe geschossen. Mhm. Wir haben auf unserer Plattform ein wirklich zigfach erhöhtes exponentielles Wachstum an Nutzern. Wir haben bei so Firmen Hotlines, die wir auf der Sleepus-Seite anbieten, eine Verdopplung, Verdreifachung der Anrufe. Da hoffe ich dann letztlich, dass diese Menschen wissen, wo sie sich in der Not hinwenden können. Und da gibt es Angebote, die man nutzen kann, um auch wirklich mit Beratern, mit Experten ins Gespräch zu kommen, wenn ich doch zu sehr vereinsame darin. Mhm. Aber tatsächlich ist es eine Gruppe, um die man sich Sorgen machen muss, auf jeden Fall. Also das ist, da wird es dann auch gefährlich, ne? Wenn die das vielleicht nicht in Anspruch nehmen. Genau. Sie haben nun auch viel Positives angesprochen, also die Möglichkeiten, die sich auch wirklich da ergeben. Was denken Sie, wird sich die Welt verändern? Werden die Menschen etwas lernen, jetzt mal abgesehen von der Medizin? Macht es die Welt vielleicht auch ein Stück weit besser? Und wenn ja, warum? Also ich bin ganz sicher, dass wir auf gar keinen Fall wieder so weitermachen, wie wir vor der Corona-Zeit gearbeitet, gelebt gewesen sind. Da wird sich was verändern. Ich denke, eins wird sich massiv verändern, was wir auch angesprochen haben. Die Welt wird digitaler bleiben danach. Mhm. Also da ist jetzt vieles geschaffen und sozusagen ein digitaler Katalysator angetrieben, der wird nicht wieder zurückgefahren. So, da wird vieles beibehalten bleiben und genutzt werden. Die Vorteile, die diese Medien auch bieten, sind einfach jetzt so offensichtlich. Von daher, da bin ich sicher, da werden wir uns das ein oder andere Mal fragen, müssen wir zu einem Termin wirklich hinfahren oder ist es nicht auch möglich, per Telefon oder Video den zu machen, was umweltschonender ist, was ressourcenschonender ist. Von daher, da ist auch ein Bewusstsein, glaube ich, was bleibt. Also das wäre so der zweite Punkt, das ist schon auch ein Bewusstsein auf, was ist eigentlich nötig und was ist eigentlich wirklich wichtig im Leben. Also da besinnen wir uns ja auch gerade sehr, auf was kommt es eigentlich an, welcher Luxus ist nicht nötig, welcher Wert ist uns besonders wichtig, wie Gesundheit oder Solidarität oder Miteinander sein oder Dankbarkeit. Da wird vieles von übrig bleiben und das finde ich auch sehr gut so, weil da natürlich auch eine Chance, in jeder Krise eine Chance sozusagen liegt, die man da sehen kann. Es wird natürlich, und das ist wiederum dann das, was ich auch, wo ich auch eine Gefahr sehe, wenn es zu lange dauert, dass das soziale Leben und das wirtschaftliche Leben wieder angekurbelt werden wird. Das wird sich natürlich wieder verändern und wieder zurück nicht, aber da wird sich nach der Krise natürlich noch was tun, was dann auch wichtig ist und auch wichtig ist, dass es nicht ganz so lange dauert, um da nicht die Gesellschaft zu sehr zu rütteln und schütteln. Mhm. Aber die Chancen sehe ich tatsächlich in, auch dort in einem anderen, auch bei den Werten, im anderen Miteinander, einer anderen Solidarität, die Mensch mit Mensch letztlich hat. Ja. Vielen Dank für die schönen Worte. Schön, dass Sie bei uns sind, Dr. Maren Kempis. Sehr gerne. Danke.